So, nach einem kleineren Schluck auf geht's jetzt weiter. Wir haben den Benedikt, den Dominik, den Jona und den Kyrill. Sie sind in einem Verein, der sich damit befasst, wie man Jugendliche und junge Erwachsene an freie Software heranführen kann. Und sie haben gemerkt, dass viele Projekte, also dass in der Entwicklung von vielen Projekten Erwachsene dominieren und haben sich deshalb mit der Fragestellung beschäftigt, wie kann ich die Zusammenarbeit und die Integration von jugendlichen Kontributoren in Open-Source-Projekten gestalten? Und daher jetzt Jugendliche als Kontributoren. Ja, danke für die Einladung. Ja, herzlich willkommen zu Jugendliche als Kontributoren. Bevor wir mit der Materie starten, stellen wir uns jeder mal kurz vor. Ich bin Benedikt Suska, bin 17 Jahre alt und Schüler der 11. Jahrgangsstufe in Wuppertal. Ich bin Mitglied des Tickets e.V. Was der Tickets e.V. konkret ist, auch kommen wir noch zurück. Aber meine persönlichen Interessen sind Heimautomatisierung oder Projekten in Hackerspaces arbeiten, als es noch möglich war. Oder eben auch Instrumente spielen und Musik machen. Ich bin Jona Böll, ich bin 11 Jahre alt, auch Mitglied beim TechCV und meine Interessen sind Klavierspielen, Wandern und sich mit freier Software beschäftigen. Ja, ich bin Kirill Schmidt, ich bin 16 Jahre alt, ich bin regelmäßiger Besucher eines Hackerspaces in meiner Stadt. Ich besuche genauso wie Benedikt die 11. Jahrgangsstufe in Wuppertal. Ich bin Licht- und Tontechniker in meiner Schule und setze mich verstärkt seit dem 36C mit freier Software auseinander, weil mich das beim Kongress letztes Jahr sehr begeistert hat. Außerdem bin ich Projektleiter des Schulfreiprojektes. Über das Schulfreiprojekt werden wir auch gleich noch ein bisschen reden. Und ich bin ansonsten noch Licht- und Tontechniker in meiner Schule. Ja, und ich bin Nick, ein bisschen älter als der Durchschnitt hier. Das ist auch gut so. Also, dass der Durchschnitt jünger ist als ich, ist gut so. auch Mitglied im Tech e.V. und in diversen Projekten, Gründer der ganzen Sache. So diverse Talks aus unserem Umfeld hat es ja schon gegeben. Dieses Jahr haben wir uns in. Scheint die Verbindung gerade zu haken. Gut, dann mache ich einfach schon mal weiter. Mit der Hoffnung, dass er gleich wieder kommt. Ja, dann fangen wir mal an. Welche Gründe gibt es überhaupt dafür, dass jugendliche Kontributoren sein sollten? Ja, es ist klar, dass Jugendliche eine sehr große Zielgruppe sind, die ständig in Kontakt sind mit der Computerwelt. Das heißt, auch Jugendliche sind mit der Computerwelt aufgewachsen. Und das kann man eigentlich bestätigen. Sie haben in der Freizeit viel Kontakt mit Software. Sei es in Entwicklungsumgebungen, Videospielen, Kommunikationsplattformen, Betriebssystemen oder Karten. Wir haben also ständig Kontakt damit. Aber sogar in der Schule in Deutschland, obwohl das Internet ja noch Neuland ist, ist man als Schüler ständig in Kontakt mit Software. Jetzt auch verstärkt durch die Corona-Pandemie, aber auch sonst Office-Anwendungen, Videokonferenzen oder Lernmanagementsysteme. Das sind alles Beispiele, die zeigen, dass Schüler in Kontakt mit Software sind. Und da zeigt sich schon, dass Schüler Berührungen in bestimmten Bereichen haben, die die meisten Erwachsenen halt eben nicht haben. Zum Beispiel allein schon der Punkt Software in der Schule, dem können halt die meisten Erwachsenen haben halt wenig mit der Schule zu tun. Deswegen haben da Jugendliche schon ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, und wir behaupten, dass Jugendliche generell eine konkrete Sichtweise und Standpunkte zur Computer- und Online-Welt haben. Wie schon gesagt, andere Orte, in denen Software benutzt wird,
die sorgen halt für andere Ansichten, aber auch andere Use Cases. Wenn man Spiele spielt mit Freunden beispielsweise, wird Software genutzt. Aber insgesamt haben Jugendliche auch andere Ziele. Klar, jeder Mensch hat generell auch andere Ansichten und andere Ziele, aber dennoch unterscheidet sich das stärker zwischen Erwachsenen und Jugendlichen. Und vermutlich können Jugendliche auch kreativer mit Problemen umgehen. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass Erwachsene nicht kreativ sind. Was ich damit meine, ist, dass Erwachsene schon oft Erfahrungen gesammelt haben und wissen, wie sie Probleme lösen sollen, weil sie es schon oft gemacht haben. Und ich in meinem Alter kann jetzt behaupten, ich sammle gerade erst diese Erfahrungen und suche eben nach Lösungen oder nach Ideen, wie man Probleme lösen kann. Und deswegen könnte ich vielleicht behaupten, dass ich ein bisschen kreativer mit Problemen umgehen könnte. Also nicht nur ich, sondern generell Leute in meiner Altersgruppe. Das zeigt sich ja eigentlich, dass Jugendliche schon eine große Zielgruppe sind. Und das spricht dafür, dass sie mitarbeiten könnten in Projekten. Hier steht jetzt der Punkt, jede Form von Mitarbeit ist wichtig. Ja, was ist denn überhaupt jede Form? Man kann nicht davon ausgehen, dass junge Kontributoren von Anfang an in der komplexen Softwareentwicklung beteiligt sind. Es fängt an mit Fragen stellen, Ideen vorstellen, dann in gemeinsamen Plänen arbeiten und dann kann es auch irgendwann zur Softwareentwicklung kommen. Warum ist Fragen stellen, also was bringt es einem Projekt? Wenn keiner kleiner anfängt und Fragen stellt, dann kann sich auch keiner zum Kontributor in der Softwareentwicklung hocharbeiten. Es ist eben kein Kontributor vom Himmel gefallen, sondern man fängt klein an und jemand muss eben jemanden anleiten. Das heißt, in jedem Projekt sollte es eben Menschen geben, die auch bereit sind, Beginnern zu helfen. Aber nichtsdestotrotz sollten Jugendliche eben mitarbeiten können. Und aktuell ist das halt eben noch seltener Fall. Jugendliche sind eine Minderheit in der FOS-Welt. Und Erwachsene dominieren das Ganze halt noch. Die ganzen Punkte, die ich jetzt genannt habe, die kann man gut auf die Projektarbeit des Tech ECV übertragen. Wir sind alle Mitglied des Vereins und Ziel des Vereins ist, den Kontakt von Kindern und Jugendlichen mit freier Software zu fördern. Das geschieht im Wesentlichen in drei Projekten. Einmal im Projekt Hack and Fun. Dort ist der erste Einstieg in die FOS-Welt als Nutzende. Das heißt, in Workshops nutzen eben die Workshop-Teilnehmer erstmal freie Software und erfahren überhaupt, dass es freie Software gibt, wenn man noch nie was davon gehört hat. Und nach dem Projekt Hack and Fun kann man sich an anderen Projekten orientieren, beispielsweise im Projekt Schulfrei. Es ist ein Kuratorium für freie Software für die Bildung. Das heißt, wir sammeln Software, die für die Bildung geeignet ist und präsentieren die Software Schulen, die eben nutzen können. Aber dabei beziehen wir eben auch Jugendliche in die Projekte ein, sei es jetzt in die Mitgestaltung oder auch in Konferenzteilnahmen, wie jetzt gerade hier. Ein anderes Projekt ist das Projekt Leopard. Das ist mit der Teilnahme an Barcamp-Sessions verbunden. Und dort kann man sich eben verschiedenen Themen fortbilden. Man kann Wissen und Ideen teilen oder sich als Mentor oder Tutor einbinden. Aber zum Projekt Leopard gehen wir später noch etwas genauer ein. Ich bin vom Teilnehmer zum Kontributor geworden, als ich das erste Mal bei den Sommer Frog Labs 2019 im Jugendprogramm der Foscon war. Da war ich beim Workshop Spiele programmieren. Danach hatte ich meine erste Mitarbeit als Tutor im TMT Multimedia und Kreatives und hatte danach auch einen ersten Workshop gehalten, der Hörspiel-Workshop bei den Hazards Frog Labs 2020 und bin seitdem auch im Projekt Schulfrei tätig. Vorteile durch Jugendliche als Kontributoren sind unter anderem, dass Jugendliche ihre Meinungen und Ideen in das Projekt einbringen, wodurch das Projekt kreativer und innovativer wird. Die Projekte werden auch aus der Sicht der Jugendlichen selbst mitgestaltet.
Jugendliche erfahren selbst viel mehr über das Thema des Projektes und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Jugendliche auch später noch beim Projekt mitmachen oder kleine Verbesserungen beitragen, sodass sie das später auch von selber tun. Projekte können auch bekannter werden durch die Verbreitung durch Jugendliche und die Motivation, sich an einem Thema, zum Beispiel mit freier Software auseinanderzusetzen, steigt mit den Möglichkeiten, sich aktiv im Projekt einzubringen. Ja, ein Beispiel für ein Entwicklungsprojekt, in dem wir sehr gezielt versuchen, Jugendliche zu befähigen und das in seiner gesamten Entwicklung darauf ausgerichtet ist, auch auf Jugendliche einzubeziehen, sowohl jetzt als auch nachhaltig später in der Zukunft, ist das Projekt Alexis. Das ist ein Projekt, in dem wir ein freies Schulinformationssystem entwickeln. Es geht also um die um ein System, das viele Digitalisierungsprozesse in Schulen vereinfachen soll, angefangen von Planungsfunktionalitäten, also Stundenplänen, Vertretungsplänen, Raumplänen und so weiter, was man aus dem klassischen Schulalltag halt kennt. Da hört es aber nicht auf. Wir entwickeln ein Framework, ein App-Framework, das man erweitern kann durch verschiedenste Module. Und die Idee dahinter ist, dieses System so zu entwickeln, dass nicht nur das Entwicklungsteam, gehe ich gleich noch ein bisschen drauf ein, auf das Team, dass nicht nur das Entwicklungsteam Komponenten und Apps entwickeln kann, sondern wir wollen das Ganze so gestalten, dass letztendlich auch zum Beispiel ein Informatikkurs oder eine Programmier-AG dieses Framework nehmen kann und dann letztendlich herausfinden kann, wie man für dieses System entwickelt. So soll halt in der realen Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler halt das Ganze stattfinden, sodass halt Lehr- und Lernprojekte aus dem Informatikunterricht nicht nur reine Lehrbuchbeispiele sind, die dann irgendwie danach wieder weggeschmissen werden, sondern halt tatsächlich dann auch einen dauerhaften Mehrwert für die Lernenden selber und für ihr Umfeld in der Schule halt bietet. Das Entwicklungsteam von Alexis selber besteht zum großen Teil aus Schülern vom Gymnasium Katharineum in Lübeck und es gab vorher zwei Entwicklungsprojekte. Wir hatten bei uns im Verein mit einer Schule zusammen und mit Schülern und Lehrkräften zusammen ein solches System entwickelt und dann später entdeckt, dass am Katharineum in-house auch sowas entwickelt wurde, haben da eine große technologische und ideologische Schnittmenge gefunden und dann in einem ersten großen Sprint Anfang diesen Jahres die beiden Projekte gemerged und zusammengeführt. Und seitdem entwickeln wir in einem angepassten, agilen Entwicklungsprozess, der, sage ich mal, eine gewisse Herausforderung ist, ne, aufgrund der Dezentralität und vor allem der Asynchronität. Das sind halt berufstätige Softwareentwickler und Systemadministratoren, eine Lehrkraft und Schülerinnen, beziehungsweise leider momentan nur Schüler, die da halt alle in ihrer Freizeit und nach den zeitlichen Möglichkeiten, die sie haben, zusammenarbeiten. Trotzdem haben wir da einen Prozess entwickelt, der sowohl den Schülern auch, die Schüler auch weiterbildet, fachlich, was die Softwareentwicklung angeht, mit Review-Prozessen und einem recht hohen Maß an Qualitätsstandards und auch, was die Entwicklungsprozesse angeht. Wir wollen also da ein bisschen gesamtheitlich das auch fördern, dass die Schüler daraus dann auch noch zusätzlich mitnehmen, dass sie für den späteren Einstieg in einen potenziellen IT-Beruf da schon einen Erfahrungsschatz mitbringen. Dieses Jahr neu entwickelt, beziehungsweise angetrieben dadurch, dass unsere regulären Veranstaltungsformate, bei denen wir eigentlich immer unter dem Namen Workday bei uns in unseren Vereinsgruppen bzw. festen Projektgruppen gearbeitet haben, alle zwei Monate, hatten wir dieses Jahr die Anforderung, einmal viel mehr online zu arbeiten und Dinge auch dezentraler zu halten.
Zwischendurch konnten wir auch einzelne Präsenzveranstaltungen machen. Dadurch hat sich dann letztendlich die Idee eines Formats ergeben, das ein Dauerbarcamp ist. Es gibt ein Barcamp-Raster, in dem die anderen Projekte, zum Beispiel die Entwicklungsprojekte aus dem Schulfreikanon oder auch technische Bastelprojekte aus dem Hack'n'Fun-Bereich sich zu Sessions zusammenfinden, wo die teilnehmenden Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen halt sich aussuchen, für was sie sich interessieren, an welchen Teilen sie gerne teilnehmen möchten. Das ist momentan bei uns in der Entwicklung, dieses Format. Und gehört eine ganze Menge noch mit dazu, was wir jetzt erreichen wollen, dass sich halt aus diesen Experten-Sessions dann auch Mentorinnen und Mentoren ergeben, die dann in dem Hack'n'Fun-Kanon halt wieder mit anderen Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten. Das sind alles keine furchtbar neuen Dinge. Das enthält alles Teile, die man aus Coder-Dojos und ähnlichen Einrichtungen kennt oder aus regulären Coding- und Making-Workshops. Das Wichtige dahinter ist, dass wir einen deutlichen Entwicklungsprozess halt da drin auch sehen möchten. Also es kann darum gehen, dass man nur einmalig mitmacht, ne? Also dass Kinder und Jugendliche sich halt mal für ein Thema interessieren und da dann ein bisschen reinschnuppern. Was wir aber ermöglichen wollen, ist ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess, wo wir auch über eine längere Zeit hinweg Jugendliche begleiten, halt auch Fähigkeiten zu sammeln und dann auch Wege zu finden, ihre Fähigkeiten wieder weiterzugeben. Und zwar sowohl im technischen Bereich, was die reinen fachlichen Inhalte der Technik-Sessions angeht, als auch in Bereichen wie zum Beispiel Konferenzen besuchen, Messestände bespielen, Vorträge halten und präsentieren. Ja, ich erzähle jetzt ein bisschen über die Hindernisse, die auftreten können, wenn man versucht, Jugendliche oder Kinder in Freisoftware-Projekte mit einzubeziehen. Zum einen können da Vorurteile durch andere Projektmitglieder sein. Über mögliche Vorurteile werde ich gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Dann Plattformen, die benutzt werden, um solche Softwareprojekte weiterzutreiben, könnten durch die Nutzungsbedingungen Kinder und Jugendliche ausschließen. GitHub ist ja zum Beispiel eine sehr beliebte Plattform zum Hosten von Softwareprojekten. Und da GitHub eben ein amerikanisches Unternehmen ist, unterliegt es im amerikanischen Recht. Und da gibt es eine Altersbeschränkung ab 13 Jahren, beziehungsweise faktisch ab 16 Jahren. Und diese Beschränkung ist aufgrund des amerikanischen Children's Online Privacy Protection Act. Und dieses, und Copper musste sich da eben einschalten aufgrund des sehr prominenten Premium-Buttons bei GitHub. Ohne diesen Knopf müsste diese Altersbeschränkung eigentlich gar nicht sein. Daher sieht man auch, dass diese Einschränkungen meistens im kommerziellen Interesse sind. Die Lösung wäre eben, dass man diesen GitHub Premium-Button einfach unauffälliger gestaltet und nach Rücksprache mit dem Legal Department wurde eben entschieden, dass das kommerzielle Interesse überwiegt und deswegen Kinder und Jugendliche von GitHub ausgeschlossen werden. Bei Slack ist es nochmal so, man muss 16 Jahre sein, um Slack verwenden zu können, aber die Zusatzanforderung ist, dass man Slack nur verwenden darf, wenn man seinen Lebensunterhalt mit IT verdient. Dadurch werden auch direkt Leute ausgeschlossen, die zum Beispiel auch nur Software als Hobby entwickeln und eigentlich beruflich damit nichts am Hut haben. Und bei Zoom ist es so, dass man auch mindestens 16 Jahre alt sein muss, um Zoom verwenden zu können. Daher sind das so Plattformen, die man eher meiden sollte. Man sollte lieber auf freie Alternativen setzen, wenn man eben möglichst viele Leute in sein Softwareprojekt mit einbeziehen möchte. Dann kann die Kontaktherstellung mit Jugendlichen generell erstmal schwierig sein, Jugendliche zu finden. Wenn man, zum Beispiel nicht in irgendeinem schulischen Umfeld arbeitet, könnte es schwer sein. Außerdem mit dem Jugendschutz, man müsste dann irgendwie sicherstellen können, dass es nicht zum Missbrauch kommt oder Ähnlichem. Und pädagogische Belange, man müsste zum Beispiel irgendwie ein pädagogisches Konzept entwickeln, damit man Jugendliche und Kinder mit einbezieht, sie motiviert und sie auch irgendwie weiterbilden kann. Und das Schulfreiprojekt und der Check-its e.V.
wollen und können dabei vermitteln und beraten. Das heißt, wenn ihr Kinder und Jugendliche mit einbeziehen wollt, könnt ihr auch uns ansprechen und wir würden euch dann helfen. Dann habe ich ja gesagt, dass ich mehr auf die Vorurteile eingehen werde. Zum einen, also der größte Vorurteil ist dann wahrscheinlich, dass Kinder unerfahren sind, weil sie eben oft weniger Lebenserfahrung haben als Erwachsene. Jedoch ist Erfahrung nicht zwingend vom Alter abhängig. Ob jetzt ein Kind zum Beispiel lernen möchte zu programmieren oder ein Erwachsener, macht ja in dem Rahmen erstmal keinen Unterschied. Und die Kontribution ist eben eine Chance, um solche Erfahrungen zu sammeln. Daher wäre ein Ausschluss nicht sinnvoll. Auch das Vorurteil, dass Kinder und Jugendliche nicht selbstständig sind und ständig Anleitungen brauchen, da ist einem ja auch nicht geholfen, wenn man eben den Kindern die Chance verbietet, um selbstständig zu arbeiten und Erfahrung zu sammeln. Und im Grunde ist es also so, dass Kinder und Jugendliche mit Interesse sehr schnell lernen können und auch viel wissen können, weshalb es eigentlich dumm wäre, Kinder und Jugendliche auszuschließen, da, wie schon gesagt, auch die Nichterfahrenheit zum Beispiel auch auf Erwachsene zutreffen könnte. Ja, zum Ausblick, wo wir hinwollen. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, das Ganze muss weiter dezentraler werden. Dezentralität bedeutet nicht nur, dass es Online-Formate gibt und jeder irgendwie bei sich zu Hause sitzt. Das muss meinem persönlichen Empfinden nach natürlich nach der Pandemie wieder weniger werden, beziehungsweise muss man Lösungen finden, dass sowohl Leute, die gerne reisen und Leute, die nicht gerne reisen, irgendwie teilnehmen können. Das ist eine Herausforderung, die hoffentlich viele Veranstaltungen und Formate jetzt annehmen und dann auch weiterentwickeln. Dezentralität heißt auch, dass relativ flächendeckend Menschen verfügbar sind, die sich für das Thema interessieren. Das heißt, dass nicht immer nur eine kleine Gruppe und immer dieselben Leute auf Konferenzen rumtanzen und Vorträge halten und den Scheltefinger hochhalten und sagen, hier, haltet eure Plattformen offen, nutzt Plattformen, die keine Menschen ausschließen, egal ob es jetzt um Kinder und Jugendliche oder um junge, alte, egal aufgrund welcher Eigenschaften sie auf manchen Plattformen ausgeschlossen sind, Plattformen genutzt werden, die da in keine Richtung diskriminieren, auch nicht in Richtung jungen Menschen, und darüber erzählen, das müssen mehr Leute sein, dass dieses Bewusstsein, dass es da Altersgruppen gibt, auf die man genauso Rücksicht nehmen muss, wie man auf andere marginalisierte Minderheiten Rücksicht nimmt. Das muss breiter gestreut sein und das muss eigentlich in jedem Hackerspace, in jeder Linux-User-Group, überall muss dieses Bewusstsein eigentlich gestärkt werden. Und es müssen auch Leute da sein, die einen Blick dafür haben, dass wo interessierte Kinder und Jugendliche gefunden werden können. Die einen Blick dafür haben, dass es zwar eine super Sache ist, Schulen freie Software und freie Lernplattformen, Moodle, BigBlueButton, Jitsi, hinzustellen, aber dass es genauso wichtig ist, dann auch die Chance, die man durch freie Plattformen erhält, nämlich die Mitgestaltung und das Lernen am lebenden Objekt, sage ich jetzt mal, und so weiter, dass man die auch mitnehmen muss. Und die auch Menschen, die das machen wollen, die sowohl im technischen Bereich fit sind und auch gerne mit Jugendlichen arbeiten wollen, die die Schülerinnen und Schüler an die Hand nehmen wollen, um mitzugestalten und mitzumachen, dass sie auch Ansprechpartner finden, die sie pädagogisch und didaktisch halt unterstützen, die auch transparent und offen als Ansprechpartner da sind, die sich um Themen wie Jugendschutz, Prävention und so weiter kümmern. Das muss flächendeckender gestreut werden. Und da hoffen wir, dass wir da jetzt in der nächsten Zeit hinkommen. Wir haben auch vor, über verschiedenste Barcamps oder Meetups noch ein bisschen zu touren und da ein bisschen von diesen Ideen und Gedanken zu erzählen. Man kann aber gerne auch auf uns zukommen und mit uns Ideen entwickeln oder Ideen teilen, wie man dieses Thema weiter in die Fläche streuen kann. Und dazu gehört weiterhin auch die
eine Methode, die wir für unser Leopard-Camp momentan entwickeln, mit der wir halt langfristig die Fähigkeiten, die Personen, die damit machen, entwickeln, halt irgendwie tracken können, beziehungsweise Entwicklungswege finden können. Das ist die läuft bei uns unter dem Namen die Skillflux-Methode. Das ist ein recht neues Konzept, das wir auch über die Grenzen dieses Camps hinaustragen möchten. Nächstes Jahr hoffentlich auf Open Education Camps und so weiter. Dass wir da auch mit noch mehr Mitstreiter aus dem schulischen Bereich oder pädagogischen Bereich halt auch dazu gewinnen. Ja, das soll es für uns in Zukunft hingehen. Wir hoffen, vielleicht den einen oder anderen irgendwie dafür interessiert zu haben, Ideen zu entwickeln, wie mit Kindern und Jugendlichen aktiver zusammengearbeitet werden kann, wie flächendeckender Kinder und Jugendliche befähigt werden können. Ja, dann wären wir eigentlich durch und wenn es für Fragen. Okay. Dann nehmen wir Fragen an. Okay. Super. Also ein sehr, sehr interessanter Talk. Ich habe das gerade ein bisschen im IRC mitverfolgt, was da so an Feedback war. Das war sehr, sehr positiv. Die Signal Angels waren so lieb und haben mal ein paar Fragen rausgeschrieben. Die erste wäre, kann man mal ein konkretes Projekt etwas genauer sehen? So mit Quelltext, einem Repo, Issue-Tracker und Co. Ja, Kirill, vielleicht kannst du mal das Alexis, die Alexis-Gruppe auf EduGit öffnen und da mal ein bisschen... Benedict streamt nicht. Vielleicht müssen wir das nicht jetzt hier so synchron machen. Das Alexis-Projekt ist da auf jeden Fall auch wieder Vorzeigebeispiel, findet man auf edugit.org da findet man die Struktur, auch eine Dokumentation unserer Vorgehensweisen, wie wir entwickeln und auf der Website des Katharineums oder auch verlinkt auf alexis.org alexis.org findet man auch einen schön bebilderten Artikel, wie unser Merge-Sprint abgelaufen ist und stattgefunden hat Anfang des Jahres. Da kann man gut reingehen. Okay, dann haben wir die Frage, was würdet ihr empfehlen, um junge Leute in der Schule für solche Themen zu motivieren oder gar vorzubereiten? Sollte man im Informatikunterricht programmieren lernen? Falls ja, wie und ab welchem Alter? Das ist eine, ich höre gerade nicht alle, beantwortet schon jemand die Frage, oder? Nee. Okay. Das ist eine sehr, sehr, sehr breit gestellte Frage. Das ist ein Thema, mit dem sich Experten unter Hashtag Hauptfach Informatik und Ähnlichem beschäftigen, auch ein sehr wichtiges Thema. Aus unserer Sicht ist das Wichtigste, finde ich, eigentlich nicht das Programmieren lernen. Das kommt irgendwann von ganz selber dazu. Das Wichtige ist, das Interesse dafür zu gewinnen. Das ist eigentlich immer ein Problem der Bildung. Ne? Bildung möchte eigentlich nicht nur Wissen vermitteln, Bildung möchte Interesse wecken. Und Lernprozesse werden über Interesse angestoßen. Nicht darüber, dass man ein Thema auferlegt bekommt, mit dem man sich beschäftigen muss. Und dazu gehört dann vor allem, dass schon in der Grundschule die Begeisterung für logische Zusammenhänge, für algorithmische Zusammenhänge, für logische Denk- und Gestaltungsprozesse geweckt wird. Es gibt da interessante Ansätze. Computer Science Unplugged ist da eine gute Sammelstelle, die auch Material und Methoden hat, die schon spielerisch an solche Denkweisen heranführt. Und es ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass man nicht, wie gesagt, nur Programmieren als Selbstzweck macht, sondern also beziehungsweise Informatikunterricht als Selbstzweck. Ne? Wir malen heute einen endlichen Automaten an die Tafel und dann programmieren wir ein Programm, was sich genauso verhält wie dieser endliche Automat. Das begeistert keine Sau. Ne? Übertrieben ausgedrückt, aber es ist wichtig, dass man die Begeisterung dafür entwickelt, dass man echte Dinge mitgestaltet. Programme, Software, Algorithmen, die den
die eigene Lebenswelt betreffen. Ne? So wie wir das auch beim Alexis-Projekt gesagt haben, das ist der wichtige Weg. Dass man dafür dann irgendwann Coding lernen muss, kommt ganz von selber mit dazu. Okay, dann hätten wir noch eine Frage. Wie kann man das mit den Eltern regeln, die oft besorgt sind, dass ihre Kinder im Internet mit Fremden kommunizieren oder vielleicht Angst haben, dass die Kinder beim Programmieren irgendetwas kaputt machen? Viele Eltern wissen halt nicht so viel über Technik, kann man nichts machen. Dann sollen die mitmachen. Ist eine tatsächlich sehr wichtige Frage. Deswegen, wie gesagt, man kann nicht einfach, Entschuldigung an die Horde Nerds da draußen, aber man kann nicht einfach eine Horde Nerds auf eine Horde Kinder loslassen. Das wirft an irgendeinem Punkt garantiert Fragen auf. Man hat in der Jugendarbeit immer mit Personen zu tun, die Ängste haben. Das ist bei uns auch ein ganz großes Thema. Wir möchten ohne Angst pädagogisch zusammenarbeiten. Wir gehen da sehr, sehr weit. Bei uns im Verein und in unseren Projekten sind Kinder, Jugendliche, Erwachsene grundsätzlich gleichgestellt. Wir haben das Prinzip, dass jeder die Unterstützung bekommt, die er braucht, unabhängig vom Alter. Es gibt genauso Erwachsene, die in vielen Bereichen Unterstützung brauchen. Es gibt Kinder, die Unterstützung brauchen. Und da ist wichtig, dass sie dann unterstützt werden. Das heißt, genauso wie die Fähigkeit, irgendwo mitzuwirken oder zu coden, nicht direkt ans Alter geknüpft. Dennoch braucht es Präventionskonzepte und Ansätze, die auch klar dokumentiert sind, die Eltern von vornherein nachlesen können und die sie auch sehen können. Ne? Man macht nichts im Verborgenen, grundsätzlich nicht. Ne? Eltern haben grundsätzlich die Möglichkeit mitzugucken. Nicht nur der Code der Software ist offen, auch die Projekte sind offen, Chaträume sind offen, es finden Projekte in offenen Chaträumen statt, nicht in geheimen privaten Chats irgendwie. Das ist zum Beispiel ein Grundsatz bei uns, dass von vornherein auch für die Kinder klar ist, wenn jemand zu mir sagt, ich will das Projekt jetzt aber nur mit dir privat machen, dann das gibt's nicht. Ne? Wenn jemand was zusammen basteln möchte, dann findet das in einem öffentlichen Chatraum statt und findet in einer öffentlich angekündigten Big Blue Button Session oder so statt. Und da kann jeder mitgucken. Und das ist ein wichtiger Grundsatz, den wir von vornherein auch jedem vermitteln, unabhängig vom Alter. Ansonsten trotzdem, es gibt immer Punkte, wo man natürlich mit Eltern auch eng zusammenarbeiten muss. Die meisten Eltern lernen unsere Projekte vorher schon kennen. Die meisten Kinder und Jugendliche, die bei uns sind, kommen halt über die öffentlichen Ferienfreizeiten rein, wo die Eltern auch schon ein bisschen sehen, wie wir arbeiten und so weiter. Das braucht also aber viel Kommunikation und Ansprechpartner. Ja, das finde ich auch sehr schöne Schlussworte. Also vielen Dank, dass ihr den Vortrag vorbereitet habt. Vielen Dank für die Arbeit. Und schön, dass ihr uns hier, wenn auch virtuell, besucht habt. Dann euch noch einen wunderschönen RC3 und viel Spaß noch. Ja, vielen Dank. Danke für die Möglichkeit.